yeah, Elektroschrott. Im Moment gibt es ja nicht sehr viel, was ich lieber mache, als mit dem Kopter durch die Gegend zu fliegen. Ne? Und so ein Quadcopter, der braucht Strom. Strom kommt aus Akkus. Ja, da sieht man so ein Lithium-Polymer-Akku, 1000 mAh. Schönes Teil, gefällt mir, hat einen winzig kleinen Nachteil. Der Strom wird ja nicht hier drin irgendwie erzeugt oder so, ja, freie Energie aus dem Hyperraum gezapft, sondern muss man aufladen. Zum Aufladen benutze ich dieses wunderbare Ladegerät hier. Und ja, das ist, auch als Nicht-Modellbau-Experte kann man sich ganz gut vorstellen, wie das prinzipiell läuft. Ne? Man tut diese Dinger hier zusammen, man sagt laden und dann geht da Saft dran. Ja, gut. Das ist noch nicht ganz alles. Bei diesen Lithium-Polymer-Akkus hier, ja, da muss man sich das so vorstellen, da sind im Grunde genommen, also es sind mehrere Zellen hintereinander geschaltet. Ja, also wenn ihr vier Batterien in irgendein Gerät reinpackt, ja, so sind hier auch so vier Zellen von diesem Lithium-Polymer-Ding drin. Beziehungsweise, ich lüge natürlich, bei diesem hier sind es jetzt drei, egal. Und eine Sache, die relativ wichtig ist, damit einem der Akku nicht irgendwann mal um die Ohren fliegt, ist, dass man dafür sorgen muss, dass die Zellen gleichmäßig geladen sind. Ja. Das kann man nicht sicherstellen, indem man hier einfach nur Strom reindengelt, sondern damit die gleichzeitig geladen werden, gibt es hier diesen sogenannten Balancer-Port, der da noch dran ist. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail. Ja. Wenn ihr irgendwie Lipo-Balancing im Internet sucht, werdet ihr da super schlau. Jedenfalls läuft es darauf raus. Das Kabel, ja, das kommt hier rein. Und wenn das Kabel da drin ist beim Laden, dann kann der Lader hier Folgendes machen. Er kann für jede einzelne von diesen Zellen hier prüfen, wie viel Spannung da gerade eigentlich drauf ist. Und wenn er merkt, dass einzelne Zellen da drunter oder drüber sind, dann kann er dafür sorgen, dass das richtig verteilt wird auf die Zellen und dass die hinterher alle die gleiche Ladung haben. Deswegen Balancer. Ja, das ist alles gut und schön. Wenn man so einen Akku hat, dann kann man das so machen. Nachteil an so einen Akku haben, ist, dass so ein Akku hier bei meinem Kopter und meinem Flugstil ohne Kamera ungefähr 8 bis 9 Minuten und mit Kamera ungefähr 3 bis 5 Minuten fliegt. Und dafür lohnt sich es eigentlich noch gar nicht, aus dem Haus zu gehen und das Ding mitzunehmen. Dafür haben wir Modellbauexperten eine Lösung. Mehr Akkus. Ja. Mehr Akkus bedeutet länger fliegen, bedeutet aber auch im Regelfall, ich nehme den hier, ich hänge den da dran, ich lade den. Dauert so 20 bis 40 Minuten, je nachdem, wie viel ich ihm zumuten, wie lange Geschwindigkeit. Dann mache ich ihn ab. Nehme ich den Akku, hänge ihn da dran, lade den. Klack, klack, klack. Könnt ihr euch jetzt selber aussuchen. Das dauert eine Weile. Das ist ein bisschen ungeil. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wäre ich richtig reich, was ich nicht bin, weil einfach nicht genug Leute hier auf die Werbung klicken und auch nicht jeder Mensch in meinem Amazon-Store einkauft. Aber wäre ich reich, ja, dann würde ich mir so ein krasses Ladegerät kaufen, ja, wo man mehrere Akkus auf einmal dranhängen kann. Gibt's total coole Teile, ja, kosten einen Arsch voll Geld. Gerade wenn man da noch ein vernünftiges Netzteil dazu kauft, dann ist man da ganz schnell 300-400 € los. Und 300-400 € habe ich natürlich nicht. Ja. Also gibt's eine zweite Möglichkeit. Und zwar, wenn ich mir diese Akkus hier so anschaue, ja, was steht da drauf? Da steht drauf, dass die 1000 mAh haben und da steht nicht drauf, aber man kann es auf der Website hier bei Stefans Lipo Shop lesen, man kann sie maximal mit 4 Ampere laden. Mhm. 4 Ampere. 4 Ampere bei 12 Volt. Das ist ein 48 Watt. So viel tut man aber nicht, weil wenn man da so viel immer reindengelt, ja, das geht zwar schnell, aber macht die Akkus irgendwann kaputt. Man lädt es vielleicht mit 2 Ampere. Vielleicht knapp drunter. Also sagen wir mal so, dass so 20 Watt da reingeschubst werden. Ja, ja, warte mal. Das Ladegerät kann 80 Watt. Da muss doch was gehen, sagt sich der schlaue Mensch. Und ja, natürlich geht da was und das nennt sich Parallel Charging. Parallel Charging ist ein schwer zu verstehender Fachbegriff, der so viel bedeutet wie mehrere Akkus parallel chargen. Laden, für die unter euch, die kein Englisch können. Ja. Dafür braucht man gar nicht so viel. Dafür muss man eigentlich nur zusehen, dass man alle diese Pöppel hier parallel zueinander anschließt.
Und wenn man es auch noch balancen will, und das will ich, ja, dann muss man auch noch zusehen, dass man diese Pötte hier irgendwie parallel zueinander anschließt. Es soll Leute geben, die machen das mit Lösterklemmen, aber nicht der Zappes. Der Zappes macht das anders. Und wie? Na, könnt ihr euch jetzt denken, oder? Ja, hier ist die Lösung, die mein Problem bringt, nämlich Parallel Charger Teile. Ja? Einmal hier für Le Strom und einmal hier pour le Balancer Dingsbums. Aufbau jeweils relativ einfach. Ne? Da haben wir hier irgendwie so eine blöde FR4-Platine. Die habe ich mal eben schnell zusammengeätzt. Da sind die entsprechenden Stecker drauf. Das Schwierigste war tatsächlich, die zu beschaffen. Aber ich habe da so einen eBay-Shop aufgetan. Modellbau XXL heißt der. Der hat diese XH-Stecker. Und ja, das hier sieht so ganz ordentlich aus. Das hier sieht ein bisschen wilder aus. Ja, das war nicht ganz so einfach herzustellen. Und zwar deswegen, weil diese XT60-Stecker hier, die sind ziemliche Bitches zu verlöten. Und da habe ich also wirklich mit dem Blei rumgesaut, das wäre jetzt zu spät. Aber der Kontakt ist perfekt, der Widerstand ist sehr gering, überall unter 0,1 Ohm. Insofern, das ist okay. Und durch die große Zinnfläche, die ich habe, kann ich da auch relativ viel Strom drüber geben. Auf Lötstopp hatte ich diesmal keinen Bock, ich hatte es ein bisschen eilig. Deswegen einfach nur verzinnt und festgelötet. Natürlich beim Design des Boards nicht darauf geachtet, dass ja diese Abstandshalter leitfähig sind. Nylon-Abstandshalter habe ich nicht da. Also habe ich hier so ein paar Nylon-Unterlegscheiben drunter gepackt. Ja. Dazu gibt es noch so eine Bodenplatte hier. Ne? Der Klassiker bei mir. Ich mache diesen ganzen Mist eigentlich immer hier auf Acrylplatten. Und da werden die beiden dann jetzt so drauf gedengelt. Tap, tap. Und die Dengelei, die mache ich jetzt mal kurz ohne euch, weil mir beim Schrauben zuzuschauen, ich glaube, das ist eine von den Sachen, die also sogar für die größten Fans nicht besonders aufregend ist. Vielleicht als kleiner Hinweis, ich werde es so machen, dass ich hier jeweils nochmal so eine Unterlegscheibe drin habe und dann gehe ich dann mit so einer 6mm M3-Schraube jeweils durch. Grund ist ganz einfach der, ich habe hier in diesen 6mm Abstandhalter von oben schon, ich glaube es sind 4mm Schrauben drin, es könnten eventuell sogar 6mm Schrauben sein und ohne die Unterlegscheiben hier wären die Schrauben zu lang, könnte ich nicht vernünftig festmachen, also nur falls sich irgendjemand wundert, die Unterlegscheiben sind nicht rein kosmetisch, die brauche ich an der Stelle. Na ja, gut, ich gehe mal schrauben jetzt. So sieht das Teil jetzt fertig zusammengeschraubt aus. Ich finde, das hat was. Das ist irgendwie durchaus nicht unstylisch. Was jetzt noch fehlt, ist eine Kleinigkeit. Wenn ich das hier so auf meinen Parkettboden stelle, will ich natürlich nicht, dass mir das Parkett verkratzt. Folglich, die guten Filzgleiter, mache ich einfach mal ein paar von drauf. Dann sollte das auch kein Problem mehr sein. Und hier. Hier, einen hier. Ach, da mache ich doch for good measure noch welche in der Mitte. Ja. Gefahr gebannt. Nichts kratzt mehr. So. Eine Kleinigkeit, die noch fehlt, was ich noch nicht gezeigt habe, ist dieses Kabel hier. Das ist einfach nur die Verlängerung hier für den Balancer, klack, womit es dann an den Lader angeschlossen wird. Und dann würde ich sagen, jetzt schmeißen wir doch mal die ganzen Batterien dran und schauen uns an, wie es aussieht. Ja, der gesamte Versuchsaufbau inklusive Ladegerät sieht jetzt so aus. Ich hänge sie jetzt aus einem ganz einfachen Grund nicht an den Strom, und zwar dem, dass ich jetzt gerade nicht fliegen will und die Dinger möchte ich einfach nicht geladen rumliegen lassen. Aber wie man sieht, hier unten Balancer Board, hier dran und Stromboard auch dran, Akkus liegen hier rum. Drunter habe ich eine Munitionskiste, das ist ein Tipp von Paul, total guter Tipp, weil die Dinger hier sind ja nicht ganz ungefährlich, wenn man sie geladen liegen lässt. Ja. Und diese Munitionskisten, die sind dafür gedacht, dass man nicht ganz ungefährliches Zeug drin bunkert, insofern ja, liegt nahe. Normalerweise, wenn ich das lade, dann stelle ich auch den gesamten Aufbau inklusive dem Board hier in die Munitionskiste rein, mache den Deckel fast ganz zu und lasse nur noch das Ladegerät außen. Ja,
Ja, das ist es eigentlich auch schon. War jetzt keine so wahnsinnig aufregende Sache, aber ich wollte es mal zeigen noch, weil ich finde, dass es eigentlich recht hübsch geworden ist und eigentlich so recht professionell für so eine Bastellösung aussieht. Und vielleicht habe ich ja den einen oder anderen inspiriert. Apropos inspiriert, ich habe mir das natürlich auch nicht alles selber einfallen lassen. Der Paul, der hatte mir einen Link gegeben zu einem ziemlich guten Artikel über dieses Parallel Charging. Den verlinke ich hier unten drunter, wenn ich es nicht vergesse. Und falls ich es vergesse, dann erinnert mich in den Kommentaren dran, dass ich den noch verlinke. Dann mache ich das. So, dann werde ich jetzt mal einkaufen gehen. Das ist nämlich heute Samstag. Und nach dem Einkaufen schmeiße ich den Lader mal an und dann, wisst ihr, was ich dann mache? Dann gehe ich fliegen. Und bis dahin sage ich einfach mal Tschüssing.